Du gehörst am nächsten Baum aufgehängt. Ich stehe mit Sicherheit auf einigen braunen Todeslisten. Es wurde genau beschrieben, wie man meine Kinder abschlachten werde. Das passiert deutschlandweit immer öfter. 64% der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wurden schon einmal beleidigt, beschimpft, bedroht und tätlich angegriffen. So auch Pia Findeis, die Oberbürgermeisterin von Zwickau. Also mal ein Beispiel, da habe ich ein Mail bekommen, Absender unbekannt. Du alte IS-Hure, dich hat man vergessen, in Auschwitz zu vergasen. Zwickau ist mit 90.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt in Sachsen. 2011 wurde hier die NSU-Terrorzelle aufgedeckt. Pia Findeis, SPD, ist seit 2008 Oberbürgermeisterin dieser Stadt. Ihre Position ist klar und eindeutig. Rechtsradikale und rassistisches Gedankengut haben in Zwickau keinen Platz. Damit begannen die persönlichen Anfeindungen gegen die Politikerin. Das Extremste war ja bei mir, dass man mir einen Pflasterstein durchs Fenster geworfen hat zu Hause. Aber man sieht es ja, dass solche verbalen Botschaften ja auch schnell umschlagen können in Gewalt. Also bis dahin, und das Beispiel zu nennen aus der Kommunalpolitik, dass der Regierungspräsident von Kassel eben einfach erschossen wurde. Die Körber-Stiftung in Hamburg will mit ihren Projekten die Gesellschaft besser machen. Sie unterstützt zum Beispiel deshalb auch das Projekt Kommunalpolitiker gegen Gewalt und Hetze schützen. Wir sehen in unserer Stiftungsarbeit, in unseren Programmen und kommunalen Netzwerken, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den letzten Jahren immer stärker angegriffen worden sind. Allein in unserem Kooperationsnetzwerk von 50 engagierten Städten betrifft das jeden siebten Bürgermeister. Häufig haben die Taten einen rechtsextremen Hintergrund und im Fokus stehen vielfach insbesondere die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sich für demokratische Werte engagieren, die Bürgernähe suchen und die offen in ihrer Stadtgesellschaft sich bewegen. Wir können nicht zulassen, dass sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Angst vor Angriffen zurückziehen und dass sich immer weniger Menschen für unser Gemeinwesen engagieren. Was ist zu tun? Es geht um Aufklärung und um Sichtbarmachung des Problems. Es geht darum, den Erfahrungsaustausch zu organisieren für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Aber es geht auch darum, dass wir als Gesellschaft uns solidarisch zeigen und dass wir den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister den Rücken stärken. Denn die Bürgermeister sind das Gesicht und die tragende Säule der Demokratie vor Ort. Laut Bundeskriminalamt gab es in Deutschland 2019 1674 politisch motivierte Straftaten gegen Politiker. 310 von links, 609 von rechts. Deshalb ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Zwickauer Rathaus gekommen, um mit Kommunalpolitikern, Präventionsexperten und Vertretern der Zivilgesellschaft über den Schutz bedrohter Amts- und Mandatsträger zu sprechen. Es gibt keinen Zweifel mehr, meine Damen und Herren, Deutschland hat ein massives Problem mit Hass und Gewalt. Es reicht von Verunglimpfungen per E-Mail bis hin zu dem, was eindeutig in die Hände des Verfassungsschutzes gehört. Wir dürfen nicht zulassen, dass Kommunalpolitikerinnen und Politiker in unserem Land zu Fußabtretern der Frustrierten werden. Die Herausforderung, vor der wir stehen, davon bin ich überzeugt, die werden wir nur mit einer ganz breiten Allianz bewältigen, mit öffentlicher Unterstützung. Unsere Botschaft heute bleibt, wir bleiben nicht still, wir stellen uns gemeinsam gegen den Hass. Welche Formen von Anfeindungen gibt es gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker? Das beginnt bei ganz normalen, in Anführungsstrichen, Beleidigungen, die man eigentlich wegsteckt, wo man sagt, das ist schon, der Ton ist ja heute in der Gesellschaft ein ganz anderer geworden, als man das noch vielleicht vor 10 oder 20 Jahren kannte. Die letzte Drohung, die ich erhalten habe, war im Dezember vergangenen Jahres, also dass man mich aufknüpfen möchte. Was sind die Ursachen und Gründe der Anfeindungen und Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker?
im Netz haben jetzt wirklich tatsächlich auch unter dem Deckmantel der Anonymität, ist es natürlich auch immer einfacher, haben aber gezielt eben recht und rechtsextreme Gruppen angefangen, Leute vor allen anderen anzugreifen, bestimmte Sachen, die vorher nicht sagbar waren, plötzlich zu den Menschen zu sagen. Und dann gibt es so ein Phänomen, wenn erstmal eine Gruppe anfängt, sehen das andere und denken, das ist jetzt okay und reißen sozusagen, also diese Grenzen, die werden dann auch sozusagen so niedergerissen. Und wenn Sie da nicht irgendwann eine rote Linie ziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter, dann geht diese Enthemmung immer weiter. Ich glaube, das ist mittlerweile eine Art Verrohung, die wir haben und Respektlosigkeit. Und die sozialen Medien verleiten auch dazu, dieses auch sofort abzusondern. Wenn man einen Brief schreiben würde oder anderes, dann überlegt man nochmal. Aber bei Twitter, das twittert man einfach los. Es gibt ja ganz berühmte Politiker, die einem das vormachen. Und hinterher denkt man dann vielleicht schon mal drüber nach. Ist ja auch interessant, dass wenn man Menschen anspricht, die solche Hass-Mails oder Hass-Twitter-Meldungen rausgeschickt haben, wenn man mit denen mal redet, sehen die das teilweise sogar ein. Welche Hilfe gibt es für Betroffene? Was wir machen ist, wir versuchen wirklich Betroffenen die Dinge zu bieten, die sie vielleicht bei anderen Beratungsstellen jetzt noch nicht so flächendeckend finden. Das ist erstmal sozusagen zu uns zu kommen und zu erzählen, was passiert ist, zu gucken, okay, was brauche ich jetzt eigentlich? Wir verweisen ganz viel an andere Beratungsstellen, dann für psychologische Beratung zum Beispiel. Wir machen Sicherheitsberatung, also wie kann ich mich und meine persönlichen Daten schützen, damit ich vielleicht auch nicht so angreifbar bin. Kommunikationsberatung, wie gehe ich damit um? Aber was wir eben vor allen Dingen machen, ist, wir begleiten Betroffene dabei zum Beispiel, also wenn Sie jetzt zum Beispiel 1000 Kommentare haben, dann habe ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eben auch screenen und gucken, was und eben sichern sozusagen und dann gucken, was könnte davon irgendwie rechtswidrig sein. Und das schicken wir dann an Anwälte, die wir beauftragen und in geeigneten Fällen sagen wir halt zu den Betroffenen, okay, gerade bei Beleidigung, Bedrohung und Verleumdung können Sie nur zivilrechtlich vorgehen. Das kostet, das müssen Sie selber bezahlen. Dann übernehmen wir eben dieses Kostenrisiko. Dazu haben wir gerade zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Broschüre herausgegeben, wo Betroffene einen Überblick über die Hilfsangebote finden. Das sind zum Beispiel Empfehlungen der Polizei, wie man sich verhalten kann und wie man Vorkehrungen treffen kann. Das reicht davon, wie man seine Privatsphäre online und offline schützt. Das geht darüber, wie man mit Post- und Warensendungen umgeht, bis hin, wie man sich auf öffentlichen Veranstaltungen richtig verhält. Was kann eine Gesellschaft präventiv gegen diese Bedrohung und Verrohung tun? Prävention ist immer für Staatsanwaltschaften etwas schwierig zu beurteilen, weil außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches. Ich glaube aber, dass wir einerseits durch eine konsequente Strafverfolgung die Voraussetzung dafür schaffen müssen, deutlich zu machen, wo die Grenzen im Bereich der Meinungsfreiheit sind und damit auch die Grundlage dafür schaffen, dass Präventionsarbeit gelingen kann. Denn eins ist ganz klar, nur Strafrecht wird die Gesamtproblematik Hass nicht lösen. Wir haben wirklich ein Problem damit, dass wir bei politischer Bildung einfach, dass wir die haben schleifen lassen über viele, viele Jahre. Und dass wir, das ist jetzt eigentlich, also wenn Sie sozusagen in der Schule und bei den Schülern und Schülerinnen schon die Grundsteine setzen und sagen, Zivilcourage ist wichtig. Und zwar nicht nur, wenn in der U-Bahn jemand angegriffen wird, sondern zum Beispiel auch im Netz. Oder wenn du siehst, dass deine Bürgermeisterin angegriffen wird, weil die steht sozusagen für deine Stadt ein. Und eben auch für diese Demokratie. Und ich glaube, das ist was wir lange Zeit verpasst haben. Und das wird natürlich Jahre dauern, um da wirklich wieder flächendeckend das nachzuholen. Aber ja, also eigentlich muss es in der Bildung losgehen und später muss es dann einfach auch losgehen, auch in der Erwachsenenbildung zum Beispiel.